One-Night-Stands im Urlaub. No-Go oder kann man bringen? No-Go. Beim nächsten Mal müsstest du mich eincremen. Gerne, mach ich's. Aber im ganzen Körper. One-Night-Stands im Urlaub, ja oder nein? Ja. Guck mal, hast du das gehört? Ja. Ich glaube, damit bist du gemeint. Du siehst aus wie die Sprecherin hier von der Truppe. Kann man mal machen, was Lockeres? Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Man kann es erkennen, ich befinde mich gefühlt immer noch an der Playa de Palma. Ich bin gar nicht erst nach Hause geflogen. Der Eggers wohnt jetzt hier, Zweitwohnsitz. Go! Die letzte Straßenumfrage ist bei euch extrem gut angekommen und da habe ich mir gedacht, komm, da habe ich keine Kosten und Mühen gescheut, bin wieder zusammen mit dem lieben Danny an die Playa geflogen hier. Wir befinden uns hier, ja, El Arenal, die meisten kennen es, der Megapark, immer noch geschlossen. Aber wir werden heute mal eine sehr wichtige Frage stellen und zwar, stehen Frauen im Urlaub auf einen One-Night-Stand? Ich bin sehr gespannt. Wir fragen die Mädels hier. Auf geht's. One-Night-Stands im Urlaub. No-Go oder kann man machen? Eher nicht. Nee. Aber tendenziell wäre der Urlaub eher ein Ort für eine einmalige Geschichte oder sagt ihr prinzipiell, nee, auch im Urlaub kommt das für mich nicht in die Tüte? Kommt drauf an. Jetzt lass mal die Brave zu Hause. Ich sehe das doch schon in deinen Augen. Guck mal, da kommt nämlich. Hast du das Lächeln gerade gehabt? Das war das wahre Lächeln. Ja, wie es kommt, ne? Also, ich bin für alles offen. One-Night-Stand im Urlaub, geht klar oder gar nicht? Geht fit wie sonst was, Junge. Ja, seid ihr sowas von fit? Schon ein bisschen Spaß gehabt im Urlaub, oder? Wir sind gerade mal einen Tag genau hier, aber der Spaß war auf jeden Fall schon da, wa? Es ist ein bisschen später. Wir haben jetzt schon 20:30 fast. Man merkt, das ein oder andere Bier wurde hier auf jeden Fall am Strand schon konsumiert. Dementsprechend müssen wir natürlich auch mal gucken, wen wir da noch vor die Kamera bekommen. Boah, er wird aber rumgegrillt wieder heute, ne? One-Night-Stands im Urlaub. No-Go oder kann man machen? Es ist mir viel zu unsicher. Wie unsicher? Du kannst ja verhüten. Ja, aber ich weiß ja nicht, wie dumm der sich anstellt. Der Spaß war auf jeden Fall schon da, wa? Ja, das Risiko ist so hoch, dass er schlecht ist im Bett. Na, das ist er sowieso. Was heißt, das ist er ja sowieso? Jeder Mann ist für dich schlecht? Nein, aber... Da hast du mich aber noch nicht im Bett gehabt. Ja. Weiß ich ja noch nicht. Kann man ja mal ausprobieren, oder? Können wir mal ausprobieren. Was machst du heute Abend noch? Ja, ich bin hier am Strand. Wir wollen es am Strand ausprobieren. Schau mal, da kommt meine Freundin. Wo ist sie? Oha, Maschallah, auf die würde ich ja noch mal warten. Ne? Ihr lächelt mich so sympathisch an. Nur eine ganz schnelle Frage. One-Night-Stands im Urlaub, No-Go oder kann man bringen? No-Go. No-Go? No-Go. Was hast du gesagt? Wenn man Single ist, kann man das bringen. Gute Antwort, du. Hätte ich auch gesagt. Kann man ja mal ausprobieren, oder? Wir haben zweimal Go, zweimal No-Go. Ja, danke euch, ne? Ganz viel Spaß euch noch. Ich hoffe, ihr bekommt noch Getränke. Habt ihr schon was bestellt? Soll ich mal Stress machen da vorne? Komm, ich gehe da mal hin, sag, ich hab Durst, ja? Komm. One Night Stands im Urlaub, geht klar oder nicht? Tut mir leid, aber ich bin mit Frau und Kind da. Und trotzdem geht klar. Nein. Das geht nicht klar, Bruder. Nein, das ist ganz gefährlich. Machst du nicht. Okay, gut. Oh, warte, was ist hier? Und da applaudiert die Playa hier direkt mitten vom Ballermann 6. Macht er noch. Oh. Ganz gefährlich. Der ging ein bisschen daneben. Digga, es fährt mir kein Spagat. Ich habe echt wieder Sonnenbrand, ne? Es kann nicht sein, dass ich jedes Mal irgendwie. Ich mache Sonnencreme drauf, aber es ist nicht der richtige. Lichtfaktor. Beim nächsten Mal müsstest du mich eincremen. Gerne, mach ich's. Aber im ganzen Körper. Ganz gefährlich. Wenn dann am ganzen Körper. Seid ihr sowas von fit? Du, da spricht nichts gegen, das können wir gerne machen. Vielleicht sollte ich jetzt auch noch eingecremt werden. Sonnencreme, hast du dabei? Hab ich dabei, ja. Ja, dann. Komm, dann gehen wir zu mir, dann cremen wir mich ein. One Night Stands im Urlaub. Ja oder nein? Kommt drauf an, ob man in einer Beziehung ist oder nicht. Wir gehen jetzt mal davon aus, du bist Single. Dann ja. Ja? Kann man mal machen, was Lockeres? Ja. Wenn, dann im Urlaub. Wenn, dann im Urlaub. Und wie, also für dich normales Feeling dann? Er steht morgens auf, du stehst auf, gehst, er geht, alles cool. Wenn die Kamera jetzt nicht wäre, würde ich sagen, niemand geht einfach von mir weg. Wie ist dein Name? Claudia. Claudia? Ja. Claudia. Wie alt bist du, Claudia? 24. Das ist genau mein Alter. Warte mal, was macht ihr heute Abend? In die niederländischen Clubs. Tut mir leid, nicht in die deutschen, sondern in die niederländischen Bars. Oh, guck also, mal, wie sympathisch mit den Drinks. One-Night-Stands im Urlaub, ja oder nein? Ja. Das war ein klares Ja, oder? Schon früher. Ich mag die selbstbewussten Frauen, die auch einfach mal wirklich klar sagen, so ist es. Niemand geht einfach von mir weg. Ja, warum auch nicht im Urlaub Spaß haben? Wenn beide wissen, worum es geht, man verhütet, kann man es sich doch gut gehen lassen. Sehe ich wirklich sehr verbrannt aus? Ja, hier. Wir sind immer noch an der Playa, die Sonne geht so langsam unter und ich habe wieder zwei Damen hier an meiner Seite, die gerade, was trinkt ihr, Jägermeister Fanta? Ex. Also One-Night-Stands im Urlaub, ja oder nein? Kommt drauf an, aber eigentlich nein. Eigentlich nein? Eigentlich nein. Sieh mich mit ihren Rehaugen an gerade, ne? Eigentlich nein. Ist das Sternzeichen Skorpion? Sorry.
Der hatte auf seinem Tanktop einen Skorpion und du fragst ihn, na, bist du Sternzeichen Skorpion? So, da seid ihr doch. Darf ich euch was fragen? Ihr seht doch wirklich glücklich aus. Endlich mal so richtig strahlende Gesichter heute. Viele sind schon fertig, ihr seid auch erst heute angereist, oder? Nee, wir fliegen morgen. Ja. Und deshalb freut ihr euch so? Nee, wir wollten shoppen gehen. Letzter Abend, ihr lasst es nochmal krachen. Was ist das hier für eine Konstellation? Haben wir kennengelernt. Ah, ich hab schon gehört, du stehst nämlich schon ein bisschen auf Distanz. Und jetzt habt ihr mich an der Seite und guckt, wie ihr ihn loswerdet? Nein, das nicht. Nein, das passt doch zum Thema, ihr habt euch gerade kennengelernt. One-Night-Stands im Urlaub, ja oder nein? Ja. Guck mal. Hast du das gehört? Ja, Digga, ich glaube, damit bist du gemein. Wie heißt du? Martin. Der Martin, der wird heute nochmal wegzünden, ne? Ja, aber achso, ja, ihr habt euch noch nicht geeinigt, wer mit Martin. Doch, doch, also ich nicht. Ich nicht. Nein. Ich hab so jemanden eventuell. Du hast einen anderen Martin. Ja. Der ist auch auf der Insel? Nein. Du hast einen Martin zu Hause? Ja, mehr oder weniger. One-Night-Stands im Urlaub? Wenn du jetzt keinen zu Hause hättest? Wenn ich keinen zu Hause hätte, ja. Finde ich gut, dass ihr so offen seid. Und bei dir, Martin? Ja, kann man schon mal machen. Wie war dein Name nochmal? Selina. Selina, Martin, ich würde sagen, das ist jetzt ganz viel Spaß euch noch, ne, an der Playa. Was seid ihr für eine Truppe von 50 Leuten oder was? Seht aber wirklich so High-Class-mäßig aus. Hallo, ich bin der Marc. Im Urlaub, One-Night-Stand, No-Go oder kann man bringen? Das geht sowas von fehlt. Du siehst aus wie die Sprecherin hier von der Truppe. Ich merke das schon direkt. So, da alle haben dich direkt angeguckt so. Wenn man Single ist, muss jeder also, für sich selber wissen. Ist, hat, hätte man einen One-Night-Stand eher im Urlaub oder eher so im normalen Leben, sag ich mal jetzt? Eher im Urlaub. Ja? Ja. Was sagt ihr? Ja, wenn dann eher im Urlaub. Ja, Urlaub. Auch Urlaub. Gut. Ich weiß nicht, ihr guckt mich so skeptisch alles an. Also ich hab, ach, guck mal hier, da ist sie doch. Helga, Mensch. Ach, du heiratest. Ja. So, wir gehen los. Alles Gute. Ganz viel Spaß euch, ne? Lasst es krachen, passt auf sie auf und alles Gute für deine Hochzeit, ne? Jo. Du siehst so aus, ob du noch nicht mal Bier trinken darfst. Natürlich hart. Das ist der Kollege da vorne, mit dem ich euch gerade unterhalten habe, der kam mal zu mir, ich bin eigentlich in der Bar. Da haben wir von Bier nachgedrückt. Ich habe mich schon immer gefragt, wer sind die Menschen, die sich wirklich diese Dinger immer hier kaufen am Strand? Was denkt man sich dabei? Ja, gar nichts. Wir sind auf Mallorca. Ja, das ist die richtige Antwort. Genau das ist es. Bei Mallorca, auf Mallorca denkt man nicht, da macht man einfach. One Night Stand, ja oder nein? Nein. No way. War jetzt nicht auf mich bezogen, es war eine allgemeine Frage. Trotzdem nicht. Macht man nicht? Nee. I? Kommt immer drauf an, wer es ist jetzt. Brad Pitt, weiß ich nicht, ob das denn so ein I wäre. Nee, auch nicht. Zu alt. Oh, Leonardo, warte mal, wer ist denn jünger? Wer ist denn hier der hottest man on earth? Shannon Tatum. Ja. Ja, dann ist auf einmal doch ein One-Night-Stand drin, ne? Ja. Eventuell. Lasst die Affen aus dem Zoo. Ganz viel Spaß euch noch. Danke. Macht's gut, genießt den Urlaub, ne? Danke. Mal ist nur einmal im Jahr, sagt man, ne? Tschüss. Leute, gebt mal wirklich einen Daumen nach oben. Gefällt euch das hier? Mir bringt das halt unfassbar viel Spaß. Also seht das auch alles immer mit so ein bisschen Humor. Ich weiß, ich habe wieder einen Sonnenbrand in der Fresse. Ich laufe hier rum, ich bin am Schwitzen, mir ist unfassbar heiß. Normalerweise würde ich natürlich meine Lederjacke tragen, aber ich glaube, die Leute denken eh schon, ich bin ziemlich gestört, dass ich hier mit einem Mikrofon in einer langen Hose, schwarzes Oberteil rumlaufe. Das geht sowas von fehlt. Die Lederjacke wäre dann auch für den Eggers zu viel des Guten. Wir machen noch ein bisschen weiter, Freunde. Ich bin nämlich gespannt. One Night Stand, ja oder nein? Schreibt es natürlich auch sehr gerne mal in die Kommentare. Vorsicht, da kommt eine Pferdekutsche. Entfesselt die Pferde! Jetzt fragen wir mal das jüngere Klientel hier. So, hi. One Night Stands. Ist das was im Urlaub, ja oder nein? Kommt drauf an, je nachdem, wie der Typ ist. Ich denke schon, ja. Wie ist das Verhältnis, wenn ich fragen darf? Wir sind verheiratet. Ach so, aber schon länger wahrscheinlich, ne? Nee, eigentlich noch nicht so lange. Nein. Wir gehen da sehr offen damit um. Ja. Achso, ja, wieso? Ich bin auch nicht verheiratet, ich bin auch schon 34, habe noch keine Frau gefunden und geier hier an der Playa rum jeden Tag. Ja, wir machen ein Foto zusammen noch, ne? Ja, klar, ja, natürlich. Ja, super. Ist halt ein bisschen schwierig, denke ich, wenn du Single bist und willst halt hier jetzt mal kurz Knickknack irgendwie was machen, Single. Ja. Da spricht mir jemand aus dem Herzen. Ja klar, ich bin Single und will hier knickknackmäßig einfach mal was machen. Einmal kurz rein und ja, ist halt schwierig. Thema, ja oder nein? Ja, warum nicht, wenn man Single ist? Oh, stabil, auch mal durch die Mitte durch, ne? Weiblich selbstbewusst, was sagst du? Ja, also ich jetzt nicht so, aber hab nichts dagegen als Single, wie gesagt. Ist okay. Frierst du? Ist dir kalt? Nein, eigentlich nicht. Okay, weil du siehst da so ein bisschen aus, sonst hätte ich dir mein T-Shirt angeboten. Na, alles gut, danke. Dein Bild würde ich machen. So, selbstverständlich, kurze Frage. Ja. Ihr seid im Urlaub hier? Selbstverständlich. Ja. In Urlaub, One-Night-Stand, ja oder nein? Nein. Dann gibt es kein Bild, komm.
Danny, wir gehen. Wenn denn eher was Ernsteres im Urlaub kennenlernen oder gar kein Urlaubsflirt oder sowas? Nee, gar nicht. Also es kann vorkommen, aber jetzt nicht zwanghaft. Okay, bei dir? Ich bin vergeben. Da ist es auch gut so. Wenn man vergeben ist, da ist das auf jeden Fall kein Thema. Wir machen ein Foto und dann wünschen wir euch natürlich noch einen mega schönen Urlaub. Ne? Die Frage. Zum Foto? Ja, natürlich. Ach, jetzt aber fordern. Bist du aber drauf hier. Gut, okay. Wir müssen ein Foto machen. So, One Night Stand, ja oder nein? Nein. Du bist aber auch mit deinen Augen da. Eine Raubkatze hier gerade. Sieht man das? Guck mal die Augen an. Raubcat. War eben gerade. Mach Foto jetzt. Ja, jetzt. Okay, war das da gerade dein Freund, oder? Ja. Ihr habt nichts gesagt von mir. Das ist deine Raubkatze, Bruder. Nein, Spaß. Nein. So, mach ein Foto. Ich mal. Wieso? Ihr seid doch glücklich. Ja, natürlich. Ja, also, du bist eine Raubkatze. Ach so. Okay, alles klar. Als Dance im Urlaub? Das ist die Frage, die ich hier den Frauen stelle. Also, ohne kann ich mir nicht vorstellen. Ach so. Darf ich ein Foto mit euch machen? Ja, ja, klar. Die Sonne geht unter und das Video ist jetzt auch vorbei. Ich hoffe, ihr habt wirklich Spaß gehabt. Es war einfach unfassbar witzig, hier wieder durchzulaufen, die ganzen Antworten zu hören. Was halten Frauen von One-Night-Stands im Urlaub? Mein Name ist Marc Eggers. Daumen nach oben, abonnieren nicht vergessen und ihr wisst Bescheid, die nächste Straßenumfrage wird sicherlich wiederkommen. Also, wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin raus und danke an Danny, der es alles gefilmt hat hier. Es ist auch nicht leicht hinter der Kamera. Einiges zu tun. So, wir sehen uns, macht's gut, haut rein, tschüss. Der Spaß war auf jeden Fall schon da, wa? Oh, der ging ein bisschen daneben.